Du, total toll. Ich habe im Laden ein gekeimtes Apfelzwiebelbrot gefunden in Rohkostqualität. Das musst du dir holen. Das musst du doch nicht kaufen. Das kannst du ganz einfach selber machen. Du nimmst Weizenkörner, lässt sie 4 Tage lang keimen, dann tust du sie im Mixer einmal pürieren, Äpfel, Zwiebel klein raspeln. Besonders gut schmeckt es, wenn du die Zwiebeln vorher vorsichtig karamellisieren lässt und in nativen Kokosöl schwenkst. Und die Äpfel einen Tag lang in Shin-Yu-Miso einigst. Aber hol dir diese bloß nur von dem kleinen japanischen Stand, der jeden dritten Dienstag im Monat auf dem Markt ist. Dann vermengst du alles, würzt nochmal nach, tust es aufs Blech und dann kommt es für 2 Tage ins Dörrgerät. Zwischendurch ein bisschen wenden, aber nimm bloß keinen Metallwender. Und der Mond darf nicht im Wassermann stehen, sonst hat der gekeimte Weizen die falsche Information. Und dann ist es schwuppsdiwupps fertig. Ah! Aber Shin-Yu-Miso muss man nun wirklich nicht kaufen. Das ist super einfach selbst gemacht. Ja? Ja, du musst einfach nur Reis und Soja auf deinem Feld anpflanzen und alles mit Glas überdachen, weil kommt ja nicht von hier. Ach, ich habe leider gar kein Feld. Es reicht auch ein Kleingarten. Ja? Ja, du brauchst allerdings Koji-Sporen und die würde ich nur aus Japan nehmen. Also wenn du mal nach Tokio fährst, ich kann dir eine gute Adresse nennen. Und dann ist alles ratzfatz in 4 Tagen gemacht. Ich schicke dir mal das Rezept. Cool, danke. Sind sie selbst gemacht? Nee, das ist mir zu aufwendig.